Deutsche Rüstungskonzerne steigen an der Börse kräftig an. Hensoldt 44% im Plus seit Jahresbeginn. Die Renk-Aktie ist erst vor 1,5 Wochen an die Börse gegangen und schon 53% gestiegen. Rheinmetall sind 41% über dem Stand des Jahresanfangs. Seit der NATO-Drohung Donald Trumps ist hier nochmal Schwung in die Kurse gekommen. Außerdem sagte der deutsche Bundeskanzler Scholz vor einer Woche, die Rüstungsunternehmen können sich darauf verlassen, dass seine Regierung 2% der Wirtschaftsleistung Deutschlands in Verteidigung stecken wird. Für die Rüstungskonzerne also ein gutes Geschäft, das die Börsen in steigenden Kursen bereits jetzt vorwegnehmen.